In den letzten Videos gab es viele Kommentare zur EEG-Umlage, der Förderung von PV oder Wind und den daraus resultierenden Strompreisen in Deutschland. Insgesamt scheint in Deutschland die vorherrschende Meinung zu sein, dass aufgrund der erneuerbaren Erzeugung der Strom so teuer geworden ist. Tatsächlich haben aber beispielsweise 2014 die Ausgaben für die gesamten gezahlten PV-Abnahmemengen nur 8% der gesamten EEG-Umlage von 6,24 Cent ausgemacht, also nicht einmal einen halben Cent. Doch woher kommt dann der ganze Rest? In diesem Video schauen wir uns an, wie sich die EEG-Umlage entwickelt hat und wie sie sich zusammensetzt. Außerdem erfahrt ihr, warum seit 2009 billige Börsenstrompreise zu einer hohen EEG-Umlage und damit teuren Verbraucherpreisen führen. Ja, ihr habt richtig gehört. Was es mit diesem sogenannten EEG-Paradoxon auf sich hat, werdet ihr am Ende des Videos wissen. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Ingenieurskunst. Das Erneuerbare Energiengesetz, kurz EEG, gibt es seit 2000 und es definierte damals garantierte Einspeisepreise für erneuerbare Energien und sollte so den Ausbau der regenerativen Energien beschleunigen, was es auch tat. Die Bezahlung dieser garantierten Abnahmepreise erfolgte über einen Wälzungsmechanismus als Umlage, die damals auf fast alle Stromverbraucher bis auf wenige besonders energieintensive Unternehmen umgelegt wurde. Bis auf ein paar Industrieprivilegien, die 2003 hinzukamen, lief das bis 2009. Die Grafik zeigt in Gelb die Auszahlung an die Betreiber von erneuerbaren Erzeugungsanlagen und in Blau die bis dahin auf 1,2 Cent steigende EEG-Umlage. Dann drängten unterschiedliche Interessensgruppen, darunter die beiden Lobbyverbände BDEW und BNE, als Vertreter der großen deutschen Energieversorger verhemmt auf eine Reform des Gesetzes und insbesondere des Wälzungsmechanismus. Der Anteil an Erneuerbaren war damals bei 17% des Strommixes. Für die Energieversorger 17%, die am Markt vorbeiliefen und an denen keine Umsätze und keine Gewinne erzielt werden konnten. Als Alternative wurde die Ausgleichsmechanismusverordnung mit der besonders schönen Abkürzung AusgleichMechV vorgestellt. Als Begründung für die Politik wurde unter anderem das Problem der steigenden EEG-Umlage und eine durch die Verordnung zu erreichende Entlastung der Endkunden angeführt. Wenige Tage vor der Sommerpause 2009 ging die Verordnung ohne Diskussion durch den Bundestag und wurde vom Parlament im Schnellverfahren mit den Stimmen der Großen Koalition und der FDP abgenickt. Ob die Politik die realen Auswirkungen nicht gesehen oder in Kauf genommen hat, will ich nicht beurteilen. Aus dem Bundeswirtschaftsministerium lautete es, die mit der Neuerung verbundenen Einsparungen beliefen sich voraussichtlich auf einen dreistelligen Millionenbetrag. Dieser Betrag sollte nun nach dem Willen des Wirtschaftsministers an die Verbraucher weitergegeben werden. Die Realität war eine komplett andere. In den kommenden Jahren explodierte die EEG-Umlage geradezu, wie diese Grafik zeigt. Es gab eine Verdreifachung von 2009 bis 2011. Auch ein Grund für den politischen Druck, der zum Untergang der PV-Industrie und dem deutlich reduzierten Zubau an Erneuerbaren geführt hat. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut es euch später auch in der Infokarte an. Bis 2013 verfünffachte sich die EEG-Umlage fast, obwohl sich die Auszahlungen an die Anlagenbetreiber nicht mal verdoppelt haben. Die erneuerbaren Energien mussten ab dieser Verordnung an der Day-Ahead- oder Interday-Strombörse verkauft werden. Die Preise an diesem Markt orientieren sich vor allem an den Brennstoff- und CO2-Kosten, die bei erneuerbarer Erzeugung gleich Null sind. Als Folge wurde der Preis an diesen Märkten immer dann, wenn viel erneuerbare Erzeugung vorhanden war, sehr günstig. Da die EEG-Umlage aber nun die Differenz zwischen diesem Börsenstrompreis und dem real durch die Förderung gezahlten Preis beinhaltet, bedeutet das, je günstiger der Börsenstrompreis durch die erneuerbare Einspeisung wurde, desto höher wurde gleichzeitig die EEG-Umlage und damit die Strompreise für Privatverbraucher. Das wird auch EEG-Paradoxon genannt. Großkunden wie energieintensive Industrien und Energieunternehmen profitieren von geringen Einkaufspreisen und der normale Stromverbraucher oder Privatkunde bezahlt. Mit entsprechender Medienaufmerksamkeit hätte Ausgleichsmechanismusverordnung durchaus das Potenzial zum Unwort des Jahres gehabt. Stattdessen waren in der öffentlichen Darstellung jedoch die hohen Zubauzahlen
und die real an die erneuerbaren Erzeuger ausgezahlten Vergütungen die Ursache für die hohen Strompreise, wodurch sich der Ruf der EEG-Umlage sehr schnell verschlechterte und Maßnahmen gegen den Ausbau erneuerbarer Erzeugung gefordert wurden. Zum 1. Juli 2022 endet das Kapitel EEG-Umlage und Stromkunden müssen diese in Zukunft nicht mehr bezahlen. Ob dieser Schritt dazu beiträgt, den Zubau von Erneuerbaren wieder zu beschleunigen, wird sich zeigen. Wenn ihr mehr über die Auswirkungen des EEG und dessen Änderungen auf die Wind- und PV-Industrie erfahren wollt, schaut euch jetzt diese Videos hier an und abonniert den Kanal für weitere spannende Videos zur Energiewende in Deutschland.